Alrighty, sein liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Update noch auf W60. Ich habe erst festgestellt, sorry, dass ich es nicht bei der Aufnahme gemerkt habe, die habe ich halt um 5 Uhr nachts damals gemacht, dass nicht alle Leute in meiner Friendlist waren, die sich eigentlich beworben haben. Und die möchte ich jetzt natürlich auch nochmal vorstellen. Gleichzeitig wollte ich mal also den Plan nennen, wie ich mir die Players to Watch vorgestellt habe. Ich hätte vor, das einmal die Woche, am besten halt im optimalen Fall Sonntag zu Montag aufzunehmen und dann Montag Mittag. Also die Players to Watch Folgen werde ich dann immer zeitiger schon hochladen, also zwischen 10 und 12 Uhr im besten Falle. Da natürlich der Spielfortschritt dann noch vielleicht nicht so weit von dem Video weg ist. Das ist der Plan. Ob es so stattfindet, werden wir sehen demnächst. Aber ja, also einmal die Woche will ich auf jeden Fall hier reingucken bei W60. Je nachdem, wie Events fallen, kann es auch mal sein, dass da zwei Videos kommen oder so. Also in den ersten Wochen macht das Sinn. Später werden wir das Intervall dann vergrößern auf monatsweise, ne? Also das macht dann halt auch wiederum Sinn. Aber solange wie die Raids und so gehen, wir werden uns ja auch mal die Gilden angucken separat. Also dann kann ich das auch trennen voneinander. Genau. Wen haben wir denn vergessen zuletzt? Also, Bueno. Bueno, klar, ist jetzt Tag 3, ist ein Assassine, ist aber jetzt auf 64. Also wenn er noch spielen kann heute, ist es krass, wenn er die 75 schaffen würde. Für die Pets wäre das sehr, sehr interessant für ihn. Aber selbst wenn er heute schon alles gespielt hat, ist es trotzdem auch mit der Situation, wie es war, eine gute Leistung. Übrigens, gestern war es ja so, dass der Server, also gerade W60, W59, relativ ordentlich funktioniert haben, mal mehr, mal weniger. Aber zum Ende des Tages waren die meisten Server wieder schlechter erreichbar. Also, wenn ihr das Video jetzt seht und ihr Alu noch nicht gespielt habt, spielt sie lieber jetzt als heute Abend, weil es nicht funktioniert. ja, also bei Circle of Doom, ich glaube, hatten wir schon einen anderen auf Circle of Doom? Ja, genau, den Mampfkage, ja, nämlich. Klingt auch nach einer interessanten Gilde, definitiv. Also habe ich schon erwähnt. Den haben wir auf jeden Fall noch dabei. Dann haben wir dabei den Grandelbart Free-to-Play. Den habe ich auch vergessen. Ja, 35 bei Zen Garden unterwegs. Mushroom Pit 0, sehr gut. Achso, ja, bei Burner auch mal gucken. Der hat Circle of Doom, glaube ich, drin geschrieben, ne? Ja, ich weiß nicht. Ich bin der Meinung, also ich bin ziemlich sicher, dass ich alle Spieler geedit hatte. Aber irgendwie haben nicht alle halt funktioniert. Also das war ganz komisch. Dann haben wir den Nocto vergessen. Der Nocto hat mich darauf aufmerksam gemacht, weil er natürlich gleich einen Kommentar geschrieben hat, dass er es nicht geschafft hätte. Players to Watch will ich ja eigentlich alle Leute mit reinnehmen. Spielt bei dem Wolfsrudel, ist auch ein Gildennamen, den man öfter schon mal gelesen hat. Und ja, ist mit 5 Euro Kosten dabei und würde es wahrscheinlich entspannt weiterspielen hier. Nicht schlecht. Ist ja auch gerade Salty Brolove. Hat keine Gilde, also den können wir vielleicht rausnehmen. Ich gucke mir das dann morgen nochmal an. Bei Universe ist es gegebenenfalls das gleiche. Und Jopua war ja sowieso offen, ob der spielt. Also da haben wir vielleicht schon die ersten, die wir rausnehmen müssen. Das heißt, wenn ihr aber auf dem Server seid und ihr wollt gerne dabei sein bei der Players to Watch, dann bewerbt euch wieder per YouTube-Kommentar. Schreibt mir euren Namen dazu, gerne eine kleine Geschichte. Ihr könnt euch zwar auch in-game bewerben per Post, aber ich sag mal, übersichtlicher ist es, wenn ihr das per YouTube macht, weil ich gucke mir ja immer den letzten YouTube-Part an im Vergleich. Und da sehe ich natürlich dann auch die Kommentare vorher. Wir haben aber noch einen vergessen. Ja, den Sergio Kurai. Den hatte ich auch vergessen. Der ist übrigens in der gleichen Gilde wie ich. war mir erst gar nicht bewusst. No? Und er hat ein besseres SA als ich. Achso, ja, einen großen Trank hat er wegen dem Kalender. Wollte gerade sagen, mit 25 einen großen Trank. Krass. Nee. Hat er durch den Kalender bekommen. GZ dazu. Also das sind die vierjenigen, die ich vergessen hatte, die sich auch beworben hatten. Und damit ist sie jetzt erstmal so, wie sie ist, voll. Und dann werde ich heute nach der Alu weitestgehend, wenn das ist ja eben immer das Problem, ich muss natürlich dann nach 0 Uhr aufnehmen und das relativ straight machen. Und das kann natürlich sein, dass das nicht immer klappt, aber das nehme ich mir vor. Und dann haben wir dann montags, mittags immer eine schöne Players to Watch eigentlich, so vom Plan. Genau, das erstmal so viel dazu. Ich selber bin auf 27 jetzt, ich habe noch ein bisschen was zu spielen.
Ich wollte halt die Festung auch haben. Ich habe mir das Festungspaket geholt. Aber ich skippe jetzt die Gebäude nicht. Also gerade auch wegen dem Gold. Na klar, ich könnte jetzt ein bisschen Arena machen. Meine SA ist halt auch nicht so gut. Ich könnte mehr haben. Ich habe halt gehofft, dass ich blauen Stein kriege, weil ich gerne natürlich die zwei Dungeons, die ich offen habe, noch legen würde. Dafür brauchst du auf jeden Fall einen blauen Stein. Ah, Server cannot be reached. Oh, 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 oh. Ich mache gar nichts mehr am besten. Das geht schon wieder nach hinten los. Nein, also das war's erstmal von dem Video. Vielen Dank für die ganzen netten Worte auch zu dem Avatar. Macht mir natürlich dann umso mehr Spaß. Auch wenn ich nicht immer regelmäßig am Start bin, trotzdem so viele Leute in der Community zu haben. Und ja, das ist geil. Macht, ist schön. Deshalb Daumen hoch an euch. Viel Spaß heute noch und bis später. Euer Basti.